kann er im Moment nicht. Jetzt muss er. Jetzt muss er gut springen, umso besser. Ja. Manuel Fettner. Wichtig ist vielleicht, den einen oder anderen Punkt im Vergleich zu Norwegen aufzuholen, vorzulegen. Schaut aber besser aus. Jawohl, super. Sehr gut war der. Sehr guter Sprung von Manuel Fettner. Jawohl, ja. Auch bei ihm die Faust. Also ja, die Manuels haben ihre Sache gut gemacht. Poppinger steigert sich, Fettner steigert sich. 126,5 Meter seine Weite. 6,5 Meter weiter als im ersten Durchgang. Ah, das passt schon gut. Und ging hinter den Norweger zu landen, ist ja keine Schande für die Herrspringer. Ja, noch ist es nicht aus. Ist es nicht vorbei, aber das ist einmal zumindest, die Chance ist noch da. Jetzt steht einmal der Einser, 21,6 Punkte Vorsprung auf Polen. Auch das ist wichtig, dass da ein bisschen ein Polster da ist vor der letzten Gruppe von Michael Heiböck. Denn, was hat Heinz Kutting gesagt, er würde gerne auf dem Stockerl wieder zumindest um eine Stufe weiter nach oben steigen als zuletzt.